Letzte Folge. Also Mid-Season-Finale. Ja, so muss das sein. Okay, warum ist das so dumm? Nix. Okay. Ja, fand die dritte Staffel jetzt auch richtig gut. Er hat nochmal einiges gewonnen jetzt nach Staffel 2, gerade im Gefängnis dann. Der Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung, ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwetten, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkern. Ich bin jetzt eine Folge vor Schluss quasi. Weiß nicht genau Folgenanzahl. Es ist unterschiedlich, wo ich die gucke. Meistens auf so Streaming-Seiten. Oder wenn man immer eine Woche Zeit hat, dann kann man die ja auch ganz gut auf Fox gucken. Hier in Deutschland. Das ist ja immer nur mit einer Woche Verzögerung quasi. Aktuellen Folgen. Mag zwar die deutsche Synchronisation nicht so gerne, aber der Rest ist dafür in Ordnung. Die Abkürzung freischalten. Sind wir schon? Gewesen. Ganz von mir auf jeden Fall.
finde es ja irgendwie ein bisschen schade, dass die Resident Evil 6 eher so in die Action-Schiene gegangen sind. Anstatt so zu machen wie hier, dass wirklich wieder mehr Survival im Vordergrund steht. Weil das ist ja gerade das, was Angst macht, nicht so ein bisschen. Was ist denn das da hinten? Schlüssel, X und was noch? Okay, komisch. Ja, die Filme sind eh mies. Kann man vergessen, getrost. Gerade jetzt die neuen Filme, keine Ahnung. Der letzte Teil, der rausgekommen ist, den fand ich nicht so besonders. Ja genau, aber auch dann den Spielen treu. Nicht einfach so, wie sie es gemacht haben, so Pseudo-Film. Oh, das ist immer... sich fast so an. Uah. Genau hinter einem aufgetaucht. Kommt mir ja teilweise vor, als ob die einfach spawnen lassen. Resident Evil Romane? Gibt's sowas? Jetzt gar nicht. Oh, eine ganze Menge. Okay, dann versucht einer einzubrechen. Dann sogar mehrere. Gleich benutzen die Cola. Eine gute Waffe. Gold und Juwelen sind nun einen Scheiß wert. Kugeln sind jetzt Edelmetalle. Thank you.
jetzt wohl nur die Raben. Sieh dir die armen Schweine an. Sind hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um dich selbst. Hilf dir selbst, dann hilf dir Gott. Vergiss das. Ist noch einer hinter der Tür, ey. Leichter gesagt als getan. Geht hier aber auch gar nicht. Sieh mal aufs Dach. Jemand hat die Fahne falsch rumgehisst. Das ist ein Notsignal. Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Ja, hast du recht. Die ist echt krass laut. Es gibt dann aber auch noch einen, der lacht so verrückt irgendwie, als hätte er einen Maler. Da, was du brauchst. Oh, was ist denn das? Das war cool. Das ist ja geil. Ein Safe House quasi. Ich habe das letzte Mal nicht gesehen. Sehr gut. Sammeln.